So, dann kümmern wir uns mal um das Level 8. Tricks and Traps. Also Tricks und Fallen. Powered by gefallene Engel. Wie Ronny. So. Der Raum hier sieht erstmal relativ... Ach nee, doch nicht. Sieht erstmal relativ normal aus. Bei den beiden Räumen kommt man noch nicht rein und ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge man die anderen Räume abarbeiten muss. Von daher fangen wir einfach mal rechts daneben an. Oh. Oh. Oh, Leute, das wird nicht. Oh mein Gott, Hilfe. Fuck. Ja. Ist ja Bullshit. Nee, das müssen wir anders machen. Fuck. So, und jetzt direkt hier reinfeuern. Oh. Das war schon besser. Alter, na, jetzt fängt das schon mal geil an. Direkt Beschuss. Normalerweise kommen die Viecher nämlich erst raus, wenn man den Raum hier betritt. Lol, sieht das geil aus hier. Wie so ein Bienennetz. Bienennest einfach. Ist schon interessant. Aha, hier gibt es auch die klassische Munition. Nein, das hier. So, uns fehlen über 100. Heißt also, das hier würde sich auf jeden Fall lohnen. Die Waffe allerdings noch nicht. So. Wir haben schon mal weit geschafft. Also speichern wir erstmal. Alter, sieht das geil aus, oder was? Guckt euch das an. Vor allem auch mit den Lampen. Sieht das nice aus. Angeleuchtetes Fleisch. Also sieht schon echt krank aus. Also jetzt krank auf einer positiven Art und Weise, aber ich sag mal so. Ich meine, wir spielen das Ganze jetzt natürlich als Spiel, aber im Echten möchte ich nicht an dem Punkt hier stehen und sowas sehen müssen. Ich glaube mal, dann würde ich schreiend nach meiner Mama rufen. Aber gut. Wir sind ja hier ein Doom-Guy. Oh, was kommt hier? Der Raum? Okay. Oh! Die beiden Türen sind nicht Orgi. Bitte. Was? Alter, was ist das denn? Sieht aus wie so Fließbänder. Ach, und die Dinger gehen ein bisschen hoch, damit wir hier bündig anschließen. Und gleichzeitig das hier bis nach oben fest, sodass man da raufkommt. Ist das alles. Oh, Rakete. Ist das alles geil? Die haben keine Funktion. Schade. Okay, dann fertigen wir erstmal. Oder? Denn mit Leute. Hä? Nee, Quatsch, ist eine Rüstung. Sah gerade so aus, als wenn er unter grüner Marine dran wäre. Okay. Dann. Gut, wir wurden ein paar Mal von denen gebissen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, nicht schlecht. Aha, das war schon wesentlich schlechter. Jetzt wurden wir schon ganz schön heftig gebissen. Ah, scheiße. Na gut. So, wenn man jetzt hier hinten hingeht. Aha, genau. Das ist noch original, wie original halt. Nice. Oh. Hier ist noch ein Raum. Ob man da wohl reinkommt? Oder ob es auch nur Ziel ist? Ah. Okay. So, jetzt ist das da offen. Hier gibt es auch nochmal Raketen. Allerdings sind wir da jetzt voll.
Ist hier eine Schräge oder Treppe? Okay. Klappe. Oh! Alter, ist das geil! Komm mir gerade vor, wie. Gott, wo war denn das? Glaube ich, irgendwo in Japan. Da gibt es einen ganz hohen Turm, den man besichtigen kann. Also praktisch so wie unser Fernsehturm. Nur läuft man da nicht halt wie bei dem Fernsehturm auf normalem Grund, sondern man läuft auch auf so einer Glasscheibe und kann praktisch unter sich die Stadt sehen. Nur leider, dass man selber dabei wesentlich höher. Und da hat man praktisch, ja, also wer nicht schwindelfrei ist, sollte den Turm meiden. Genauso sieht es hier auch gerade aus. So, wenn ich da reingehe, gehen die Dinger wahrscheinlich auf. Das wäre Classic. Dich würde ich noch gar nicht aufnehmen. Aha, muss ich auch nicht. Sehr schön. Bin ich eigentlich gerade blöd? Ja, noch die Kettensäge. Wo ist das hier? Hilfe, ich sehe gerade nicht mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Hallo, wo ist der jetzt hier? Ach da. Hallo. Halt. Es war eine dumme Idee, sich genau in diesen dunklen Bereich zu stellen. War eine sehr dumme Idee. Muss ich schon zugeben. Okay. Nochmal mit einer Kettensäge. Nein! Das hasse ich an diesem Ort. Es ist immer so blöd, wenn man durch die Kettensäge in den Raum reingezogen wird. Na gut, versuch's nochmal. Noch einmal. Oh. Also, abgesehen jetzt natürlich von solchen Unfällen. Und gehen wir jetzt weiter zurück. Hier hin. Keine Chance. Fuck. Die Viecher sind echt ganz schön hartnäckig. Gut, wir haben ja hier ein paar Raketen. Ah, komm, geht das Ganze. Okay. Nein, du nicht. Jetzt nur nicht umzingeln lassen. Ja, das war gut. Damit kann ich leben. Alter, was ein Anblick. Sieht schon nicht schlecht aus. Nice. So, hier hinter war die BFG. Haben wir ja leider schon. Die hätten nur ruhig mal ein paar von diesen Türen funktionabel machen können und irgendwelche Secrets hinter verstecken können. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Fuck! Na komm. So, hier sind die ganzen Taschen. Okay. So, dann kann ich das soweit lassen. Und mich um den nächsten Raum kümmern. Beziehungsweise erstmal hier schön die ganzen Raketen aufsammeln.
Beinahe bloß zwei. Schade. Hä? Halt, da. Drei Raketen hier, drei Raketen da. Fehlen uns wieder genau vier Raketen. Wir haben also bis jetzt bei den Raketen kein Plus und kein Minus gemacht. So, okay, nächster Raum. Dass man überall gegenschlagen muss, ey. Den kann man aber auch echt nichts abschlagen. So, hier sollte man, glaube ich, nicht rein. Aber bei geht. Hä? Was? Hallo? Aua. Wo sind wir denn noch? Fuck, sind wir tot. Ja, geh doch mal rein. Wow. Ja, nur 10% Leben. Kommt doch mal her, ihr Bitches. Mindestens einer, sag ich doch, mindestens einer fehlt noch. Geht doch. Alter, 12% Leben. Wieso haben wir 12% Leben? Wir hatten noch 9% Leben. Gut. Nein! Das war Bullshit. Ich dachte, wir schaffen es also locker flockig rauf. Schaffen wir auch. So. Haben wir zumindest wieder volles Leben. Wo bist du denn jetzt? Halt! Fuck! Das war krass mit ein. Schieß ich noch meinen Freund da, du glaubst ja. Also Leute gibt's gar nicht. Ah! Das war doch mal ein würdiges Geschenk. Nein, da müssen wir. Einmal nachladen. Hier ist nachgeladen. Hier haben wir nichts verbraucht. Okay. Achso, hier sind wir wieder. Na gut. Wow. Digga, die Turbine sieht schon. Oh, jetzt bin ich unsichtbar. Wow, neue Waffe. Die Turbine sieht schon geil aus. Das wollte ich nicht. Danke dafür. Fuck, ich vergesse immer wieder, dass man mit der Waffe nicht ranzoomen kann. Also hier, nicht anvisieren kann. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Das hier meine ich. Das. Der hier natürlich nicht. Die hat als Sekundärfeuer ja die Granate. Gut, die Turbinen sieht das von nah betrachten noch etwas billig aus mit den Strichen dazwischen. Aber trotzdem nicht schlecht. Echt nicht schlecht. So. Secrets sind hier keine. Oder? Nein. Gut. Da. Oh, die ist hier lang. Oh, man kommt ja hier rauf. Nice. Okay, gut. Oh, okay. Der Raum sieht ein bisschen anders aus. Trotzdem weiß ich schon, wo wir sind. Und zwar mit den ganzen Imps. Und sie kommt direkt her. Nur noch mehr? Wow. Oh.
Massenabfertigung. Na komm. So, okay, das war's soweit. Mhm. Hä? Ach so, ja, ist ja richtig. Ich wollte eigentlich nur hier runter. Dankeschön. Schade, man kann hier nicht runter. Was ist das hier? Okay. Oh, haben die Regale draus gemacht. Ja, können wir gebrauchen. So, mal vorne die Tür öffnen und jetzt zurück. Okay, okay. So, dann gehen wir noch mal hier rein. Dankeschön. Dankeschön. Jo, das war's. Was machst du denn da oben? Das ist doch keine Tanzbar. Okay. Hier. Hä? Hätte mich verwirrt. Wo sind wir denn jetzt? Achso, da. Genau. Hier haben wir jetzt drin. Genau. Deswegen liegt der Raum der hier. Das dürfte der mit den Cyberdemon sein. Ja. Danke, dass du die zu mir lockst. Bist du tot oder sind die anderen tot? Oh ne, er ist tot. Alter, ich hasse, wenn es so stockert. Das, obwohl ich eigentlich gesagt habe, dass er die ganzen Texturen vorladen soll. Oh, okay, kommt er zu mir. Nein, lass mich durch. Das geht nicht. Jetzt ist er draußen. Mist. Gut. Achso. Ja, wie machen wir das? Oh, Mr. Watt, immer ruf. Wow! Von den Raketen nutzt man sowieso immer viel zu weniger. Von daher kann man ja hier mal eine Ausnahme machen und mal ein bisschen verschwenderisch sein, was die Raketen angeht. Oh, die Tür schon wieder zu. Mann, auf jetzt. God damn it. Oh, oh. Die haben mir noch überlebt. Fuck. Komm nochmal her, du Arsch. What? Fuck. Wow, 15% Leben. Haben wir irgendwo Health Packs? Nee, ne? Nee, ich dachte, ich wüsste. Wir haben ja einmal Rüstung. Das war's.
Keine Health Packs, kein nichts, kein gar nichts. Das ist deprimierend. Oh. Fuck. Ich traue mich nicht zu speichern. Oh. Ich traue mich gerade echt nicht zu speichern. Hier drinnen wäre es sinnvoller zu speichern. Habe ich gespeichert, bevor ich die... Ja, nachdem ich die umgelegt habe, habe ich gespeichert. Dann wage ich jetzt mal einen riskanten Move. Oh, was denn hier? Da ist ein Secret. Muss ich mir Gedächtnis halten für den roten Raub, denn später... Das sieht mir sehr wie ein Secret aus. Was? Hä, das ist bitte schon gerade explodiert. Das stand nicht in meinem Buch, in meinem Reiseführer. Na komm, geh auf. Achso, ja. Ach man, nee. Dass man hier immer diesen verkackten roten Schalter drücken muss. Dankeschön für die Blumen. So. Antraben, beide. Sofort. Uah. So, wo ist der andere? Einmal herkommen, bitte. Hallo? Ach da. Boah, falsche Tür. Dankeschön. So, jetzt kommt der Raum ran. Nein. Wird er denn jetzt? Hier waren wir drinnen? Ja. Der Raum. Hallo. Ich wüsste echt gern, was denn explodiert ist. So, jetzt nochmal. Ich wüsste echt gern, was hinten explodiert. Explodiert ist. Ah, eine Falle. Das ist ja nett. Gut, vielleicht kriegen wir die Falle ausgelöst. Nein, die Falle ist also explizit für uns bestimmt. Ist das eine Scheiße, Alter? Was soll denn das? Was machen wir denn jetzt? Okay, ignorieren wir. Einmal getrost ignorieren. Oh. Das ist aber lieb von euch. Dankeschön. Was? Ah. Okay. Oh. Das ist jetzt nicht so nett. Die beiden lasse ich mal da. Aha, genau das habe ich befürchtet. Ha. Was? Please let me alone. Gut. Wir haben die haben wir noch ordentlich. Nein. Das hier wollte ich. Oh. Bullshit. Wir haben hier von nur eine einzige. Ach komm. Volva, wir sind. Fuck. Nein. Da. Klappe. Jawoll. Dankeschön. Ah, so kann man das schon machen. So, wo war jetzt die Tür? Die Tür war hier. Achso, wahrscheinlich, wenn man hier runterfällt. Gut, okay. Erstmal suchen wir jetzt die ganze Boni. Anfangenderweise einmal hier.
So. Das war schon. Wir sind schon voll. Alter, wie viel Zeug immer in den Rucksäcken drin ist. Da bin ich immer wieder erstaunt. Gut. Dann können wir jetzt direkt ins Verderben gehen. Ernsthaft? Wow. Ja, das sollte man nicht passieren. Achso, stimmt, wir können ja hier zurück. Nee, weil normalerweise, wenn man hier runterfällt, ist man drin gefangen und dann war's das. Gut. Ha, ah, sollen wir hier runter? Ich. Was? Trau mich nicht wirklich, aber. Ja, man soll hier runter. Okay, okay. The Pit. Ah, das ist einer der Levels, die ich richtig hasse, weil der Anfang richtig scheiße ist. Weil das nämlich gleich von Anfang an von vielen Gegnern umzingelt, sage ich jetzt mal. Das ist echt Mist. Aber gut. Darum wird sich der Zukunfts-Ronny Gedanken machen müssen. Von daher, schau mit V.